Also wir wollten in dieser Ausstellung sozusagen den ganzen Klimt zeigen, von seinen Anfängen, seinen ersten Karriereschritten um 1880, als er noch in die Kunstgewerbeschule gegangen ist. Der Weg führt uns aber dann weiter durch die Ausstellung in seine Phase der Sezession, der Abspaltung von der konservativen Künstlerhausvereinigung hinein, in seinen Konflikt, den er hatte mit seinen Fakultätsbildern. Was er hineingebracht hat in diesen Bildern, war eine andere Ebene, die sehr viel mit Rätselhaftigkeit zu tun hatte, mit dem Triebleben, mit Affekten, mit Emotionen. Und das war nicht das Weltbild, das sich die vernunftorientierten Professoren vorgestellt haben. Und er ist natürlich auch im Bereich der Landschaftsmalerei einen eigenen Weg gegangen. Er hat für seine Landschaften ab 1899 das quadratische Format definiert. Diese von der Sezession inspirierten pastellfarbenen Töne, lila, grün, wie man sie vor allem in seinen Attersee-Landschaften auch sieht, ziehen sich auch sehr schön durch. Das sind meist menschenleere Bilder. Einzig eine neue Dauerleihgabe Schönbrunner Landschaft zeigt ein paar Figuren im Hintergrund, aber eher als Staffage. Ja, Gustav Klimt beschäftigt sich in seinem Spätwerk so ab 1915 sehr intensiv mit dem Lebenskreislauf, mit dem Werden und Vergehen. Dieses Thema beschäftigt ihn privat sehr viel und ich vermute, das war auch dann ein wichtiger Anlass, dass er die Allegorie Tod und Leben, die ja eigentlich ursprünglich 1910-11 konzipiert wurde, dann 1915-16 noch einmal überarbeitet hat. Bei der zweiten Allegorie, die Braut, die wir hier erstmals aus dem Bestand der Klimt Foundation in die Ausstellung einbringen, ist die Sache eine andere, denn das Werk ist unvollendet verblieben. Das heißt, hier sieht man neben der Ölmalerei auch die nackte Leinwand und die schwarze Kreide und die Vorzeichnung. Was man so den Briefen und den Postkarten und den Notizen entnehmen kann, war Gustav Klimt ein sehr uneitler Mensch. Es gibt keine Selbstporträts von ihm. Er hat sich vornehmlich interessiert für das andere Geschlecht. Er zeigt ein sehr differenziertes Frauenbild. Zum einen die Femme Fatale in seinen allegorisch-symbolischen Bildern, zum anderen aber auch die großbürgerliche Dame des Wien um 1900. Des Weiteren präsentieren wir eine Themeninsel, die sich mit Emilie Flöge und Gustav Klimt auseinandersetzt, der große Lebensmensch für Gustav Klimt. Beide waren sie Trendsetter und Botschafter der Wiener Werkstätte, die 1903 gegründet worden ist. Die Emilie Flöge hat 1904 mit ihren Schwestern den Modesalon Casa Piccola gegründet. Auch hier war quasi die Klientel von Gustav Klimt und auch noch an seinem Totenbett soll er gesagt haben, die Midi, also die Emilie soll kommen.